Der Pete wird sauer. Jetzt wird's richtig sauer. Klatsch. So, noch ein bisschen Heilung wieder rein gedrückt. Ich verputze mal nochmal ein Steak. Der war knapp. Der war auch knapp, Alter. Ey, das musst du dir unbedingt im Video ankicken, wie scheiße knapp das gerade war. Na komm, warte. Runter. Au. Komm runter. Du triffst mich eh nicht, solange ich unter dir stehe. Okay. Ich glaub, dafür brauchst du doch Schallbomben. Meinst du? Ich glaube, das Vieh wird allgemein dagegen immun sein. Ich leg mal einen Mantel wieder an. Na endlich! Und dann fliegt er da hinten und will mich verarschen. Na komm. Jetzt wollte ich gerade fragen, rennt es oder humpelt es? Oh fuck! Ah, na klasse. Zum Glück habe ich meinen Mantel umgehabt. Die ganze Zeit wartet man auf den Angriff und dann kommt er nicht und dann mit eben Ruck wieder. Ja, hör auf zu grüllen. Ulum. Da will der mich rollen oder was? Und gestunt, natürlich. Weh, du hämmerst jetzt mit der hässlichen Schwanz, Alter. Hat er gerade ein Stück der Arena weggeklatscht? Keine Ahnung. Die kommt mir nämlich auf immer so scheiße clean vor. Die Arena ist an sich scheiße clean. Okay. Kommst du jetzt mal runter, Alter? Na endlich. Nein. Ah, jetzt brenne ich schon wieder. Na komm, mach mal noch den schönen Strahl. Oder so. Das klang gerade wie ein sterbender Gockel. Und ich renne da voll verdrin. Mann, das nenne ich Doping. Verbrenne. Genau, ich. Ey, du willst mich doch verarschen. Komm jetzt, hau auf.
Wollte gerade sagen, jetzt gerade, wo ich wieder weiter weg bin, oder? Ah. I'm burning in the morning. Always look on the bright side of life. Richtung, tut mir leid. Ah, ist nicht so wilde. Ich hatte jetzt eher die Befürchtung gehabt, dass es jetzt wieder seinen Move einsetzt da, wo mit den Händen in den im Boden versinkt. Deswegen war ich jetzt gerade heilfroh, dass du mich weggeschleudert hast. Ja, hey, immerhin stirbt da nur einer von uns. Ausweichen. Das ist ganz schön hartnäckig. Darf ich das mal erwähnen? Hilfspulver! Nope. Ah, Hilfspulver hilft links ein bisschen. Hallo, da, Max ist dran. Ich hab das eben unter lauter Items eins gesucht. Hab ich schon mal erwähnt, dass ich das hasse, wenn das Vieh fliegt? Ich glaub schon, ja. Weil ich versuche die ganze Zeit an seinen scheiß Schwanz ranzukommen, bloß der weicht immer wieder aus. Ich sehe nicht irgendwo eine Kapsel oder so noch. Die ein bisschen zu malträtieren. Ich sehe zwar nicht mehr, aber egal. Ich sah nur Kopf. Ja, ich auch. Ja, lange hat das Ding nicht mehr. Eigentlich nicht mehr. Yeah. Und fährt drauf da. Oh. Sollte vielleicht auch hingucken, wo es hinzielt. Autsch. Wozu habe ich jetzt gerade meine Heilung verwendet? Ein ewiges Krieger. War auf. Ja. Immer hinten. Ich muss mal die Vitalwespe klauen hier. Wenn ich reinkomme, heißt das. Ich lege hier gleich ein Fass hin bei dem Mistviech, Alter. Feuer frei! Na komm, genau hier noch weiter nach hinten. Sehe nichts. Bleib doch mal am Fleck, Alter. Oh oh. Oh ne, jetzt hatte ich schon wieder die Befürchtung. Ja, ist doch gut jetzt, Mensch. Jetzt ist gleich tot. Alter, wie doof ist das Viech?
Mann, hör auf dich zu bewegen. Jetzt, Vertrauf da! Ja, wir wissen's. Du kannst grüllen. Okay, hier hinten ist es voll gepanzert, scheint mir. Obwohl, ein bisschen Schaden kriegt der Tier. Wo sie alle nehmen, an der weichesten Stelle, da wo sie eigentlich ihren Sack hätten. Schlich dir mal hier. Bömmchen hin, Freundchen. Heilige! Den Angriff habe ich völlig vergessen. Mantel angelegt, sag ich. Und wenn es geht, irgendwie die Waffe schärfen. Nein, das lässt mich gerade überhaupt nicht meine Waffe schärfen. Jetzt aber. Ich versuch's zu carry. Jo. Bildwaffe scharf. Wenn es da nicht überall in Brand setzen würde. Wupp, ich wusste es. Das war wieder so klar. Flattert. Jetzt komm. Stopp endlich. Bitte, bitte move. Ah, jetzt kommt doch gleich wieder der Druck. Yep. Warten. Ja, ich wollte ganz viel zurück, Leute, warum auch immer. Autsch! Wow, der war knapp. Ah, ich habe gerade ein paar schöne Drachenkapseln, die dem Vieh in die Fresse ballern würde wollen. Ich muss es aber erst wieder runterkommen. Ein noch höher ging es ja gerade nicht. Die Kamera ist schon gar nicht mehr hinterher gekommen. Da. Na komm. Ernst.
da, aber Freundchen. Na, wo ist denn jetzt der scheiß Mantel? Will ablegen. Ja, es hat sie gerade wieder selbst in den Boden versenkt. Autsch. Ist mir jetzt egal. Immer fest drauf. Schlacht dir den Daumen ab. Es ist aber wieder ruhiger geworden. Sprache und Stab. Fast. Aber ich bin sowieso gleich tot. Ein Schlag noch. Warte. Ich hab auch noch was zum Heilen. Überleg schon gerade, ob ich. Ja, aber so unglaublich viel HP, ey. Die Vitalwespe kannst du nicht gerade zufällig raushauen, wa? Warte. Da. Ja, warte, ich muss gucken, wo du spawnst. Davon. Ja. Gut, sehr suboptimal. Ja, aber es hat ein bisschen was gebracht. Ah, da hinten ist noch einer. Ah. Angst. Genau, erstmal flattern und ich kann mich wieder nicht bewegen, weil er flattert. So, hier war aber irgendwo. Da! Schleuderbomben. Danke. Ah, komm runter. Heilige Scheiße, wo, warum brenne ich schon wieder? Huh, der war auch knapp. Schön ins Maul rennen. Ich hab mein Leben gerade riskiert, um den anderen abzubrechen. Ja, habe ich gesehen. Es humpelt. Geh endlich in die Knie, du Mistviech. Dann haben wir dich nämlich. Autsch. Aber ich sehe kaum noch etwas, ey. Sondern wenn der Fokus auf dem Kopf ist, ey. Und jetzt aber ruft er. Nein! Nicht! Alles okay, Partner? Ja! Yes! Unbekannt getötet! Ah. Heilige Scheiße. Ich brenne. Für die Leidenschaft. Oh ja, oh ja, du sagst es. Fragezeichen Horn, Fragezeichen Clown, Schuppe, Panzer. Flügel. Alter, wie einfach das ganze Bild bei mir gerade bebt. Bei mir auch. Okay, jetzt sieht es gerade voll aus, als ob es seine Innereien ausgekotzt hätte. Ich konnte nicht zu Ende looten. Wie, du konntest nicht zu Ende looten? Ich konnte nicht zu Ende looten. Oh, jetzt bricht erstmal alles ein.
Ja. Übrigens, mit 3 kannst du die Informationen ausblenden. Ich weiß. So, was kriegen wir als Schuppen? Fragezeichen, Panzer? Fragezeichen, Drachenältesten Blut? Fragezeichen, Flügel? Große Belobigung? Knochengelickt? Hast du eigentlich eine Ahnung, was man mit der großen Belobigung machen kann? I don't know. Vielleicht bei der Schmelze. Ja, kann sein. Ach du Scheiße, was dann jetzt alles eingeblendet wurde? Kannst du jetzt Rüstung von noch verbessern, ja. Galerie, Zwischensequenz, Spezialwerkzeug mit auf eine Quest nehmen. Aha. Neue Farb. Ach, Farbindividuale. Man merkt, es ist frühs um. Boah, kurz vor 2. Gleich 2:15. Hm. Ja, nee, ist. 2:15, das heißt 4:15. Nicht ja. 3:15. Immer ja, süß. Wer sieht's? Alter, mir tut auch voll der Daumen jetzt weh. Mhm. So, dann bin ich ja mal gespannt, was jetzt gleich noch alles passieren wird. Credits und Zwischensequenz. Nach den Credits oder vor den Credits? Vor und nach. Verdammt! Kann man die Credits überspringen, weißt du das? Glaub nicht, ich weiß es nicht. Aber wir können ja die Credits dafür nutzen, um über das Spiel zu reden. Stimmt. Hey, Kommandant, erst wach! Ich bin benebelt. Was ist los mit dir? Alles, was du machst, ist schlafen und runterfallen. Ach, halt's Maul. Also wie großartig warst du da unten? Zu großartig? Ich bin der geheiligte Krieger, also verbeugt euch vor mir. Ah, ausgeschlafen. Dank euch ist die Arbeit der Forschungskommission abgeschlossen. Ich habe ein Schiff vorausgeschickt, um der Gilde Bericht zu erstatten. Sobald sie unsere Erkenntnisse bestätigen, werden wir abgelöst. Ich möchte euch alle hier für eure harte Arbeit loben. Und jetzt... Lasst uns feiern! Zum Bankett! Bankett, da bin ich dabei, Leute. Prost! Nun, wir haben es geschafft. Weißt du, nach unserer Bruchlandung habe ich mich gefragt, ob ich mich richtig entschieden habe. Aber die neue Welt war genau das Abenteuer, das ich mir gewünscht hatte. Oh, sie ist wohl auf. Ich sage nur kurz Hallo. Komm. Darf ich? Ach, der liegt ja auch. Wäre ich vielleicht nicht mehr am Leben. Vielen Dank. Du scheinst ja eine ziemlich exzentrische Gruppe zu haben. Aber alle sind talentiert, einzigartig, ehrgeizig. Oh, du sollst nicht die Katze fressen. Ihr alle wirkt eigensinnig, stur. Aber wenn es darauf ankommt, schließt ihr euch zusammen und werdet zu einer ernstzunehmenden Truppe. Es gibt sicher keine Prüfung, die ihr gemeinsam nicht bestehen könntet. Ein Monster, das in Bioenergie ausgebrütet wurde. Hm. So nah, aber doch so gut verborgen. Vielleicht lockte es die Ältesten anfangs hierher, um sein Verlangen nach Energie zu stillen. Das könnte stimmen. Vielleicht hat es eine Art Pheromon oder sowas benutzt. Mit der Zeit wurde das Land reich an Nährstoffen. Der perfekte Ort für zähe Monster. Das große Angebot an Energie muss der Grund sein, warum es zur Heimat der Ältesten wurde. Zum Glück
hast du das Ding aufgehalten. Wäre schlimm, wenn es sein Nest verlassen hätte. Na dann, ein dreifaches Hoch auf dich. Nein, du solltest ihn behalten. Ich glaube, hätte mein Charakter weiße Haare, würde ich einfach aussehen wie ein fucking Vampir. Alle mal herhören. Wir haben eine Nachricht von der Gilde erhalten. Die Gilde lobt euch für eure engagierte Forschung der Ältestenwanderung. Aufgrund eurer Forschung bestätigen wir die von euch entdeckte neue Spezies der Drachenältesten. Ihm wurde ein offizieller Name gegeben. Xenojiva. Damit ist euer Auftrag für die Forschungskommission abgeschlossen. Wir danken euch noch einmal für eure Dienste. Es steht euch nun frei, heimzukehren. Allerdings. Die Präsenz der Kommission in der neuen Welt könnte für die Gilde noch von Vorteil sein. Wir möchten euch bitten, eure Arbeit dort fortzusetzen, wenn ihr dazu bereit seid. Ihr habt's gehört. Wenn wir beschließen, hier zu bleiben und weiter zu forschen, warten sicher Widrigkeiten auf uns. Gefahren. Das wollt ihr nicht, oder? Wovon reden Sie da? Natürlich wollen wir das. Hey, bleiben wir hier. Wir schaffen das. Ja, wir wollen es. Wir sagen ja, Kommandant. Ich bleibe. Richtig? Na schön. Kommission? Willkommen in eurer neuen Heimat! Ja! Ich sollte etwas zunehmen. Das wird ganz schön harte Arbeit. Au. Tja, meine lieben Freunde, und das war Monster Hunter World. Ah. Alter, das Vieh hat recht reingehauen, muss ich sagen. Vorhin hat das scheiß Vieh AP. Oh ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dafür, dass das erste Monster Hunter seit der PlayStation 2 ist, was mal wieder auf einer normalen Konsole verfügbar war, ja, fehlte mir so einiges. Es ist zwar sehr viel Neues hinzugekommen, aber gerade weil ich selber ja nun mit Monster Hunter groß geworden bin, kann man schon sagen, hat mir sehr viel einfach gefehlt. Gerade weil sie alle gesagt haben, Monster Hunter World soll das nur große neue Ding werden, kannst du so sagen. Ja, irgendwie. Aber es ist jetzt schon das erfolgreichste Spiel von Capcom. Das ist doch mal. Hast du denn auch ein paar Zahlen? Ein paar Millionen Einheiten wurden verkauft aus meinem letzten Angaben, aber das war vor ungefähr einer halben oder einer Woche, als ich das gelesen habe. Und also bislang sind ja die PC-Versionen noch nicht draußen. Ja gut, aber ich sag mal so, Capcom hat sowas wie Resident Evil 2 und so gemacht, beziehungsweise gepublished. Das sind Klassiker und jetzt, das Spiel ist wie lange jetzt draußen? Ein Monat, plus minus. Ja. Wir haben jetzt schon das erfolgreichste Spiel einer gesamten Firma. Das ist erstaunlich. Ja, weil Monster Hunter sonst so eher so ein Nischentitel war. Ich hole mal mein Mikrofon etwas näher an mich heran. Ja, glaube ich, wäre ein bisschen besser. Naja, das liegt doch teilweise daran, gerade weil Monster Hunter nach dem letzten Spiel, welches, naja, also ich sag mal, wenn ich das Monster Hunter, was jetzt für den 3DS erschienen ist, einfach mal weglasse und den letzten Monster Hunter Titel nehme, der für eine Konsole, für die Handheld-Konsole, für die PSP rauskam, nehme, dann ist es schon eine ganze Weile her, dass wir ein vernünftiges Monster Hunter kamen. Und Monster Hunter hat nicht gerade wenig Anhänger. Wie ich ja schon vorhin gesagt habe, bislang ist er nur für PlayStation 4, Xbox und ich glaube für Switch ist auch schon was, wenn mich nicht alle täuscht. Nö. Nee, auch noch nicht. Nö, also soweit ich weiß, kommt auch kein Switch-Port, weil wie willst du das bitte schön auf einer Switch zum Laufen bringen?
Ganz einfach, die haben es auch für die PSP hingekriegt. Und für die PSP war damals ja Standard. Ja, aber da haben sie es für die PSP entwickelt. Das hier ist ein Konsolenspiel, ein richtiges Konsolenspiel, das gerade ebenso performant auf einer Konsole läuft, dass du es releasen kannst. Weil ja. Ich sage ja nur Frametimes und so. Ja. Also Framedrops. Das ist kein Spiel, was für die Switch läuft. Und die Switch ist eine leistungsschwache PS3. Ja. Und ich meine auch leistungsschwach. Also PS3 vielleicht von der Leistung her die Hälfte davon. Wenn überhaupt. Wie ich möchtest du auf einer halben PS3 bitteschön das Spiel zum Laufen bringen? Ja, gut, stimmt, Ober. Ich hatte jetzt auch gerade eben gedacht, ihr habt von wegen heilige Scheiße sind die Credits kurz, aber jetzt geht's ja weiter. Ja, da geht's noch weiter. Ja, aber wie man ja schon allein im Let's Play mitgekriegt hat, gab es auch nicht gerade so feine Sachen. Also nicht gerade nur Gutes, sondern teilweise auch manchmal mehr Schlechtes als wir halt andere. Also ja, ich sag mal so. Das, was Monster Hunter World beschissen macht, sind folgendes. Die Frame Drops. Beziehungsweise generell die Performance. Das Koop-Spielen, die Ladezeiten und der ein oder andere Gegner. Wobei der ein oder andere Gegner muss ja da sein und dich nerven. Also zählen wir das mal weg. Ja, wobei ich Monster wiederum Hunter sagen hat muss. Also drei große Probleme. Hm? Und doch nochmal auf die Gegner zu sprechen. Was ich ja, wie gesagt, schon im Let's Play des Öfteren gesagt habe, ist einfach, dass die KI meiner Meinung nach gut ist, aber auch etwas zu gut. Dass sie sofort, dein Partner kann gerade voll auf das Vieh fokussiert sein, das Vieh ist auf ihn fokussiert. Also, sobald der andere wenig Leben hat, orientiert er sich sofort um. Es ist scheißegal, wo du stehst. Es fokussiert sofort den mit den schwächsten HP an und geht gleich drauf los. Das ist so eine Menge, wo ich sagen muss, das ist übertrieben. Also es geht. Also man, ich sag mal so, die Gegner kann man sehr, sehr gut lesen. Ja. Bis auf so 2-3 Ausnahmen. Aber was ich persönlich schade finde, dass es so wenig Gegner sind, beziehungsweise so wenig Gegnervariation. Weil wir haben jetzt drei Jagras-Arten. Normal, ein Pest-Jagras und diesen fetten. Drei Stück. Nochmal. Die alle. Den normalen? Ja, also Jagras, Gyros. Ah ja, den Gyros. Pest-Jagras. Ja. Ah. Und hier den fetten mit dem Kinn da, der so Feuerspeiter. Den König Dodonga, wie ich nenne. Genau, Dodonga. Reine Zelda-Arten. Das ist dreimal dasselbe Monster. Nur mit anderem Skin. Naja, muss ich wieder was einwerfen. Es ist immer noch besser, als dass sie das so machen wie mit Ratian und Ratalos. Dass sie dem einfach bloß eine andere Färbung geben. Dennoch lieber ja, so da als. Das ist wirklich einfach nur eine andere Farbe. Ja. Gut, zwei, drei Details haben sie bei Ratian und Ratalos geändert, damit sie sich optisch ein wenig unterscheiden, abgesehen von der Farbe. Aber dann haben wir jetzt Ratalos und Azur Ratalos. Das gleiche halt nur in Blau. Und je nachdem, wenn es dennoch kommen sollte, später auch noch Silber Ratalos. Ja, das ist genau diese Einfallslosigkeit, die ich an JRPGs einfach nur hasse. Beispielsweise Dragon Quest. Dragon Quest ist ein wunderschönes Beispiel dafür. Ja. Du gehst hin, findest zum Beispiel einen Schleim. Zwei Stunden später kannst du mit Sicherheit auf einen weiteren Schleim treffen, der nur eine andere Farbe hat und mehr AP. Ja. Und das geht einfach so weiter. Blauer Schleim, grüner Schleim, roter Schleim, Silberschleim, Goldschleim. Goldschleim, Platinumemon. Ja, ja. Muss ich ja wirklich sagen, das sehen wir ja. Cutscene? Nein, die Aufnahme wurde gerade beendet, also nicht verwundern, dass jetzt vielleicht ein paar Sekunden fehlen, Leute. Denn ja, das Video geht jetzt mittlerweile schon über eine Stunde.
Es wird sehr spannend. Ich muss kicken, wie ich sie zusammenschneide. Weil der Kampf, der hat ja auch noch so schön lange gedauert. Weil das Vieh einfach scheiße viel HP hat. Deswegen wird es wahrscheinlich, gerade weil die letzte Folge ist. Ich glaube, wir haben ungefähr 40 Minuten gebraucht. Ja, dennoch jetzt mit den ganzen Cutscenes und so. Und ja. Das ist halt so eine Sache. Wie gesagt, das Video wird halt ein bisschen länger. Ja, ich hätte einfach mal ein paar mehr Gegner gehabt. Das wäre schön. Weil wir haben jetzt auch, wenn wir jetzt mal auf die Drachen zu sprechen kommen. Wir haben allein 4 Drachen mit beiden Rathian und Rathalos-Arten. So, dann haben wir nochmal 2 Drachenältesten. Gut, das nimmt man an sich hin. Sind wir schon bei 6. Dann haben wir noch Diabolos zweimal in 2 verschiedenen Varianten. Hier noch mit der Einfallslosigkeit der Entwickler. Sind wir dann schon bei 8. Habe ich jemanden vergessen? Ah ja, Legia. 9. Das Plesio-Viech. Ah ja, und hier Nummer 10, der Pestdrache. Das sind 10 Drachen von, ich glaube, 35 Monstern. Also großen Monstern. Das ist sehr, sehr einfallslos. Weil das ist, ja, gut, man hat das Konzept Drache so ausführlich wie möglich halt auseinandergefriemelt. Aber es gibt doch bestimmt Leute, die eine coole Designidee für ein Monster hatten. Ja, sag mal so, du kannst dir mal, wenn du lustig bist, die Monster von den anderen Spielen von Monster Hunter so angucken. Gerade von Monster Hunter 2. Doch, Monster Hunter 2, da war irgendwas noch damit zu gewesen. Da hat's Sachen wie ein T-Rex. In Monster Hunter, in der Wii-Version hattest du so ein Wasserviech, wo du dann halt auch unter Wasser kämpfen konntest und alles. Ja. Mhm. Und eine schöne Cutscene, die jetzt läuft. Weißt du, hey! Es ist auch, wenn wir schon beim Thema Einfallslosigkeit sind, Waffen. Sieh mal an. Die Hammer sehen alle gleich aus. Bist du bereit loszuziehen? Und verändern sich null. Die verändern sich null. Sie bekommen nur, ja, hier, da ist ein bisschen Barathor-Kram drauf. Oh, da ist ein bisschen Nergigante-Kram drauf. Gut, beim Nergigante und beim Walhazak, die beiden haben ein eigenes Design bekommen am Ende. Und ich glaube, das von dem Windfeeder. Das hat ein komplett eigenes. Aber sonst, das ist sehr, sehr einfallslos. Hier auch der Sora Magdaros-Hammer, der verändert sich null. Der bekommt einfach nur einen Kräfteboost. Der macht halt nur mehr Schaden. Also das ist halt schade. Vor allen Dingen da andere Waffen, jetzt zum Beispiel wie die Doppelklingen oder nicht die Lanze, sondern was war das noch? Ich glaube das Langschwert oder so. Da gibt es so viele coole Sachen, wo denkst du, ja, das sieht cool aus, das hätte ich gern. Ich habe mal so ein Screenshot von anderen Monsterteilen angeguckt, wie die Hämmer da aussahen. Die sehen so cool aus. Jeder Hammer ist dem Monster entsprechend nachgeahmt, beziehungsweise deren großen Stärken halt darin eingebaut. Wieso haben die das nicht eingebaut? Kann ich dir leider auch nicht so genau sagen. Man weiß nie, was so in den Köpfen der Entwickler vorgeht. Es ist einfach nur schade. Das könnte so gut sein. Das könnte ein so gutes Spiel sein. Ich habe jetzt auch nur 120 Stunden darin investiert, weil es so diese Suchtspirale von, ja, noch, da ich, das ist ein cooles Item, das möchte ich haben. Und da machst du immer und immer und immer wieder den gleichen Scheiß. Also du grindest durchgehend. Das ist ein einziger Grind, den du machst. Aber es ist ein spaßiger Grind. Das Gameplay an sich macht halt Spaß. Und mehr braucht man an sich auch nicht, um ein Spiel länger zu spielen. Das Gameplay muss Spaß machen. Und nicht irgendwelche Unlocks im Multiplayer.
Grüße gehen aus an Call of Duty, Battlefield und Co. Ja, ja, aber was will man erwarten? So. Was sagen die noch Credits? So? Die sind vorbei, ich bin gerade beim Schmied. Ja. Ja, im Großen und Ganzen, ich muss wirklich sagen, ich habe mich damals schon tierisch gefreut, als es rauskam und wirklich enttäuscht von Monster Hunter World bin ich nicht. Es hat meine Erwartungen so weitestgehend erfüllt. Und es ist einfach mal ein neues Monster Hunter. Deswegen, ja. Hast du jetzt noch irgendwas beizutragen? Ich als Monster Hunter Neuling bin sehr, sehr positiv vom Spielkonzept überrascht. Es ist sehr, sehr interessant. Es macht sie eine Menge Spaß. Aber es hat halt sehr, sehr große Probleme, Online-Komponente und so. Aber so, mit, so für mal, also zwischendurch so 2-3 Stunden einfach mal mit einem Kumpel ein paar Monster jagen. Mhm. Vollkommen. Und wenn man generell so ein Fan von Diablo oder so ist, so mehr Damage austeilen und ein Bild bauen, was ja unglaublich komplex hier ist. Also die gesamte Rüstungs- und Item-Mechanik ist ja unglaublich komplex und ich blick da sowieso nicht durch, Hauptsache ich mache Schaden. Mhm. Aber wenn irgendjemand sich da für interessiert oder so, euer Spiel. Eindeutig. Und es sieht teilweise richtig gut aus. Ja, wie gesagt, an sich meiner Meinung nach eins der besten Monster Hunter Spiele. Was definitiv aber noch geändert werden muss, ist, was ich Dominik schon zu Dominik während der Aufnahmepause mal gesagt habe, dass einige Bugs endlich behoben werden sollten. Zum Beispiel wie die Sache mit dem Notrufsignal. Das nervt. Oder auch allgemein, was wir ja sehr oft bemängelt haben, ist ja auch die Sache mit den Gegnern, die einfach mal locker gegen eine Wand rennen. Es sieht einfach nur schwachsinnig aus. Aber naja. Ich würde auch meinen, die Folge ist hier beendet. Es werden ab und zu noch ein paar Folgen kommen. Aber im Großen und Ganzen ist das Projekt erstmal beendet. Wenn es euch gefallen hat, Freunde, lasst gerne eine Bewertung da. Teilt das Video mit euren Freunden. Abonniert beide Kanäle, drei Kanäle. Obwohl, Speckys Kanal ist ja nicht verlinkt. Der hat ja keinen. Hattest du irgendwo, ich glaube, in der ersten Folge mit Specky geschrieben? Haben tut er einen, aber nicht für privat oder so. Aber naja, auf jeden Fall. Wie gesagt, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei einem anderen Projekt oder bei einem weiteren Video von Monster Hunter World. Je nachdem, wie wir lustig sind. Und ja, bis dahin, gehabt euch wohl und ciao. Tschüss.